Video. Video? Video, yes. Herzlich willkommen aus dem neuen Land. Ich bin gerade um 2 Uhr nachts hier in Bangkok angekommen. Leider gab es keine besseren Flugverbindungen. Öffentlicher Nahverkehr ist schon eingestellt. Zum Glück gibt es hier aber wieder sowas ähnliches wie Uber. Es nennt sich Grab und damit bin ich jetzt auf dem Weg ins Hostel. Ich hoffe, die lassen mich noch rein, weil ich für diese Nacht gar nichts gebucht habe, sondern erst für die nächste. Und ich kriege noch ein Zimmer. Und dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, sehen wir uns morgen früh wieder. Und dann hoffentlich mit einem bekannten Gesicht aus dem Vlog. I need a scarecrow after what you did. Cause all of the birds know. Hi. Na? Schwül, ey. Mega warm, ey. Und wer kennt diesen Sticker hier? Tada! So ein Zufall, Sticker und Person. Ja, und so habe ich den Philipp wieder getroffen. Sonntag 10 Uhr. Waren ja jetzt im Israel-Vlog, Mannheim-Vlog, wenn man hört. Stimmt, der Baggersee. Erstmal Mal Drohne fliegen war ja auch noch. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Yatsen Koh Sun Road. Allererst gibt es das beste Partei Thailands. Need an angel after what you did. Thank you. Cause you were the devil. You mess with my head. You lied to my mother. Century, don't wake me up, cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. Und ich bin nach 2 Tagen wieder mobil unterwegs. Fast 10-fache von dem Preis in Indien für eine SIM-Karte, aber naja. Es geht immer noch mit, was waren es, 14 Euro, glaube ich, für 15 Tage. Philipp und Xenia sind jetzt schon auf dem Heimweg. Nehmen netterweise noch ein paar Sachen von mit mir nach Hause. Zum Beispiel die Hemden, die ich mir in Indien machen lassen habe. Und ich bin jetzt hier im Phini Park, die kleine grüne Oase in Bangkok. Und hier gibt es ganz coole Echsen. Direkt Glück gehabt und ich habe es erstmal bei Pascal Adventures davon gesehen. Auch ein deutscher Vlogger, könnt ihr gerne mal auschecken, eigentlich auch gerade auf Weltreise. Und ja, meine Stimme ist ein bisschen weg. Ich habe ein bisschen Probleme mit der AC jetzt hier die letzten Tage schon gehabt und auch gestern Abend war es einfach so laut auf der Koh Sun Road, dass man sich anschreien musste und das hat mir den Rest sortiert. Das heißt, du bist jetzt im Elektronikbereich, hast einen Stockwerk, bist im Klamottenbereich, hast du 2 Stockwerke oder so, Essensbereich hast du 2 Stockwerke. Ansonsten sogar noch geteilt nach Thailand essen und Japan essen und sowas. Also relativ gut durchdacht. Goodbye Bangkok, du hast mir überraschend gut gefallen. Relativ organisiert, oder eigentlich sehr organisiert, sehr sauber, in meinen Augen zumindest, wenn man aus Indien kommt. Und mega einfach, auch wenn es vielleicht nicht so viel Sightseeing Sachen gibt, war es mal wieder ganz schön in einer normalen Großstadt zu sein, beziehungsweise auch endlich mal so ein Metropolengefühl zu haben. Das hatte ich ja in Mumbai damals überhaupt nicht.
Und jetzt geht's weiter Richtung Süden. Ich bin jetzt im Nachtbus und war so in Aktion gerade. Als ich nämlich in den Bus eingestiegen bin, hatte ich bemerkt, dass ich mein Handtuch vergessen habe, weil ich es noch auf dem Trocken aufgehangen hatte. Und das Gute war, dass die Autobahnauffahrt direkt neben dem Hostel quasi ist. Ich die Busfahrer überredet habe, bitte für 5 Minuten zu halten. Bin über zum Hostel gerannt, da hat sich das Joggen doch gelohnt in Delhi. Und wieder zurück und jetzt habe ich mein Handtuch wieder und jetzt geht's. Just a ghost.